Hey, was geht? Heute geht es um den zweiten Teil vom letzten Mal. Also, deswegen. Ah, bevor wir loslegen, kommen erstmal ein paar Begrüßungen. Ja, und zwar an Seat, Kevin und Nele. Ihr habt mich ja gestern im Aldi getroffen. Ja, da gehen nochmal Grüße raus. So, auf zum Hi-Video. So, was sind wir jetzt? Und. Play. 10. Krokodile und Haie Ah, sind zwar Krokodile. beides Top-Raubtiere, aber sie leben in der Regel in unterschiedlichen Gewässern und kommen in freier Wildbahn nur selten miteinander in Kontakt. Ein australischer Tourist Was namens das Krokodil Andrew schon? Keys wurde jedoch Zeuge, wie ein Krokodil versuchte, einen Hai zu verschlingen. Zuvor hatten sie gesehen, wie ein riesiges männliches Krokodil namens Brutus aus dem Wasser sprang, um ein Stück Büffelfleisch zu fressen. Auf dem Rückweg zur Anlegestelle kamen sie wieder an Brutus vorbei und bemerkten eine Flosse am Flussufer. Zu ihrer Überraschung war es ein Hai. Die Führer in der Gegend, die diese Arbeit seit 30 Jahren machen, sagten, sie hätten so etwas noch nie gesehen. Ja, Krokodile ich habe sind auch für ihre keine Ahnung. Fähigkeit bekannt, große Beute zu machen. Sie haben kräftige Kiefer und scharfe Zähne, mit denen sie die zähe Haut und die Schuppen der meisten Tiere leicht durchdringen können. In einigen Gegenden, darunter Nordaustralien, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Hai auf ein Krokodil trifft. Krokodile in dieser Region sind dafür bekannt, dass sie Bullenhaie angreifen und fressen. Es gibt auch Berichte über Krokodile, die Haifischjunge in seichten Mangrovensümpfen angreifen. Nummer 9. Nee, Bullenhaie ist es möglich, aber ich weiß nicht. Im Allgemeinen verfügen Orcas im Vergleich zu den meisten Das Haiarten habe ich am über eine ersten höhere Teil schon Intelligenz, geraten. Kraft und soziale Organisation. Wenn jedoch ein Hai und ein Orca im Ozean aufeinandertreffen, kann es zu einem heftigen Kampf kommen. Es mag euch Der Hai hat überraschen, gar dass nicht Orcas raus. in freier Wildbahn verschiedene Haiarten jagen. Einer der Hauptgründe, warum Haie Gebiete meiden, in denen sich Orcas aufhalten, liegt in den beeindruckenden Jagdstrategien der Orcas. Orcas sind in der Lage, in koordinierten Gruppen zusammenzuarbeiten, um ihre Beute zu töten. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie Haie von unten rammten und sie umdrehten, was zu einem Zustand führte, der als tonische Immobilität bezeichnet wird und bei dem der Hai vorübergehend gelähmt ist. Außerdem können Orcas ihre Beute leicht erschöpfen, bevor sie einen letzten Angriff ausführen. In bestimmten Situationen kann sich ein Hai verteidigen oder vor der Verfolgung durch einen Orca fliehen. Einige Haiarten haben ein angepasstes Verhalten entwickelt, um Gebiete zu meiden, in denen sich Orcas aufhalten. In einer Studie wurde festgestellt, dass die Population der weißen Haie in Kalifornien aus dem Gebiet abwanderten, wenn Orcas dort auftauchten. Und es dauerte mehrere Monate, bis sie zurückkehrten. Nummer 8. Wenn ein Neunauge und ein Hai aufeinandertreffen, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich auf einen physischen Kampf einlassen. Neunaugen sind parasitische Fische, die sich an andere Fische heften, um sich von deren Blut und Körperflüssigkeiten zu ernähren. Haie hingegen sind starke Raubtiere mit scharfen Zähnen und einem ausgeprägten Jagdinstinkt. Wenn sich ein Neunauge an einen Hai heftet, kann es sich vom Blut des Hais ernähren und ihn schwächen. Haie sind jedoch hochgradig angepasste Raubtiere mit einem starken Immunsystem und können die Anwesenheit von Parasiten oft problemlos tolerieren. Die natürlichen Abwehrkräfte des Hais, wie seine zähe Haut und seine schnelle Schwimmfähigkeit, machen es für ein Neunauge schwierig, sich über einen längeren Zeitraum festzusetzen. Neunaugen haben scharfe Zähne, mit denen sie sich in die Haut und Muskeln ihrer Wirte eingraben und dann den Blut saugen. Bei einer direkten Konfrontation zwischen einem Neunauge und einem Hai wäre der Hai aufgrund seiner Größe, Stärke und räuberischen Natur im Vorteil. Obwohl der Fressprozess des Neunauges den Hai normalerweise nicht tötet, können die großen Wunden den Hai schwächen und ihn anfälliger für Infektionen oder Krankheiten machen. Nummer 7. Oktopusse sind für ihre außergewöhnliche Intelligenz und ihre Fähigkeit bekannt, andere Raubtiere, einschließlich Haie, zu überlisten. In diesem Video versteckt sich der Oktopus und wenn ein Hai vorbeischwimmt, schlägt er sofort zu und schnappt seine Arme um den Hai. Einer der Hauptgründe, warum Kraken so schwer zu besiegen sind, ist ihre einzigartige Anatomie. Kraken haben 8 kräftige Arme, mit denen sie ihre Umgebung mit unglaublicher Präzision manipulieren können. Diese Arme haben starke Saugnäpfe, mit denen sie sich leicht an Felsen und anderen Oberflächen festhalten können. Wusstet ihr, dass Kraken für ihre hochentwickelten Problemlösungsfähigkeiten bekannt sind? Obwohl Haie Kraken gelegentlich als Beute betrachten, sind sie im Allgemeinen vorsichtig gegenüber diesen listigen, tentakelartigen Kreaturen. Einige Haie, wie der in diesem Video, hatten jedoch das Pech, zur falschen Zeit auf den falschen Gegner zu treffen. Ja. Nummer 6. Ob du es glaubst oder nicht, Pinguine und Haie haben im Allgemeinen nichts miteinander zu tun, weil sie in verschiedenen Teilen der Welt leben. Pinguine sind hauptsächlich in der südlichen Hemisphäre zu finden, während Haie vor allem in wärmeren Gewässern in der Nähe des Äquators leben.
In bestimmten Regionen, insbesondere an der Südküste Afrikas und Südamerikas, wo Pinguinkolonien existieren, kommt es jedoch gelegentlich zu Begegnungen mit Haien. Im folgenden Video sehen wir zum Beispiel einen Pinguin, der keine Angst vor einem viel größeren Hai zeigt. Das ist bewundernswert, denn Haiarten wie der weiße Hai sind dafür bekannt, dass sie Pinguine jagen, wenn diese ins Wasser gehen. Pinguine haben einige Anpassungen entwickelt, um sich gegen Haiangriffe zu verteidigen. Sie sind für ihre Schnelligkeit und Beweglichkeit im Wasser bekannt, die es ihnen ermöglicht, schnell zu schwimmen und vor Haupttieren zu fliehen. Der Hai in diesem Video hatte keine Ahnung, was geschah, und der sanfte Schlag des Pinguins erschreckte ihn sogar. Als der Hai die Orientierung wiedererlangte, war der Pinguin längst verschwunden. Hm. Nummer 5. Ne, warte, wie bei ihm. Mal das in diesem nächsten Video sehen wir einen hartnäckigen Hai, der wiederholt vorbeischwimmt, um einen Köder zu fressen. Dies geschah im Great Barrier Reef in Australien, dem größten Korallenriff der Welt. Irgendwann entdeckt der Hai eine Seeschlange und kurz bevor er sie fressen will, ändert er seine Meinung. Es ist nicht ganz klar, ob Haie Angst vor Seeschlangen haben, aber Seeschlangen sind hochgiftig, was sie sehr gefährlich macht. Der Hai wusste das wahrscheinlich und beschloss im letzten Moment, die Seeschlange in Ruhe zu lassen. Diese Seeschlangen haben spezielle Drüsen, die Gift produzieren, mit dem sie ihre Beute unbeweglich machen. Obwohl Seeschlangen normalerweise nicht aggressiv gegenüber Menschen oder anderen Tieren sind, verteidigen sie sich, wenn sie bedroht werden. Dieser Hai wusste, dass er es nicht so weit treiben wollte. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass das Ganze mit der Kamera festgehalten wurde. Einer der Gründe, warum Haie in der Nähe von Seeschlangen vorsichtig sein können, ist, dass sie nicht von diesen giftigen Kreaturen gebissen werden wollen. Ein einziger Biss einer Seeschlange kann tödlich sein, vor allem wenn das Gift der Schlange nicht sofort behandelt werden kann. Einige Arten von Seeschlangen, darunter der Schwarzbinden-Seekrait, haben ein besonders starkes Gift, das Lähmungen oder Atemstillstand verursachen kann. In den meisten Fällen ignorieren Haie Seeschlangen einfach und suchen sich andere Beute. Nummer 4. Riesenmuränen sind große und kräftige Raubtiere, die für ihre beeindruckende Reihe scharfer Zähne bekannt sind. Ich bin schon wieder sie sind in der Lage, sich zu verteidigen, wenn sie bedroht werden, und können dann kräftigen Biss ausführen. Es wurden jedoch auch schon Fälle beobachtet, in denen Riesenmuränen Haie angriffen, wie in diesem Video zu sehen ist. Riesenmuränen sind sehr wendig und können sich schnell in engen Räumen bewegen, zum Beispiel in Korallenriffen, wo sie oft auf Beutefang gehen. Solche Begegnungen mit Haien in freier Wildbahn sind relativ selten, da diese Tiere in der Regel andere Lebensräume bewohnen und andere Ernährungsgewohnheiten haben. Wie alle Raubtiere gehen Haie potenziellen Bedrohungen normalerweise aus dem Weg, wenn sie sich benachteiligt fühlen. Der Babyhai in diesem Video hatte keine Ahnung, was auf ihn zukam, als sich ihm etwas Unheimliches mit seltsamen Zähnen aus dem Nichts näherte. Nummer 3. Während Haie oft als die gefährlicheren Raubtiere im Ozean angesehen werden, sind Seeelefanten für ihre Größe, Stärke und ihr aggressives Verhalten bekannt. Seeelefanten sind dafür bekannt, dass sie Haie angreifen können, wenn sie sich bedroht fühlen oder um ihre Jungen zu schützen. Andererseits können auch Haie eine Gefahr für Seeelefanten darstellen, insbesondere wenn sie größer und aggressiver sind. Seeelefanten gehören jedoch zu den größten Meeressäugetieren der Welt und haben scharfe Zähne. Ausgewachsene Männchen können bis zu 6000 Kilogramm wiegen und eine Länge von fast 6 Metern erreichen. Sie haben eine Speckschicht, die sie im Wasser schwimmfähig hält und sie isoliert, sodass sie in einigen der kältesten Gewässer der Erde überleben können. In den Gewässern gelang es jemandem, einen Seeelefanten bei der Verfolgung eines Hais mit der Kamera einzufangen. Es mag euch überraschen, dass Seeelefanten Geschwindigkeiten von 20 km/h erreichen und bis zu 1500 Meter tief tauchen können. Aus diesen Gründen sind sie beeindruckende Jäger im Ozean und selbst Haie müssen sich vor ihnen in Acht nehmen. Nummer 2. Ein Tier, das vielleicht noch furchterregender ist als ein Hai, ist ein Flusspferd. Nilpferde gelten als eines der gefährlichsten Tiere Afrikas und sind für mehr menschliche Todesfälle verantwortlich als jedes andere große afrikanische Tier. Trotz ihres Rufs als Pflanzenfresser sind Flusspferde äußerst aggressiv und territorial, insbesondere wenn es darum geht, ihre Jungen oder ihr Revier zu verteidigen. Flusspferde sind dafür bekannt, dass sie Boote und Menschen angreifen, die ihrem Revier zu nahe kommen. In diesem Video sehen wir einen Bullenhai, der in denselben Gewässern wie die Flusspferde schwimmt und ihnen zu nahe zu kommen scheint. Bullenhaie können vom Salzwasser bis zum Süßwasser schwimmen und an der Küste Südafrikas kommen diese Haie gelegentlich mit einem Flusspferd in Kontakt. Einer der Gründe, warum Flusspferde so gefährlich sind, ist ihre enorme Größe und Kraft. Sie können bis zu 4500 Kilogramm wiegen und haben kräftige Kiefer, mit denen sie mühelos Knochen zermalmen können. Außerdem haben sie große Stoßzähne, mit denen sie sich gegen Bedrohungen wehren. Glücklicherweise konnte der Bullenhai wegschwimmen, aber wahrscheinlich hatte er einen ziemlichen Schreck bekommen, nachdem er so vielen Nilpferden begegnet war. Nummer 1.
In diesem Video könnt ihr sehen, was passiert, als ein Hai versuchte, einen Delfin anzugreifen und sofort eine Horde Delfine ihm zur Hilfe kam. Delfine gehören zu den intelligentesten Tieren der Welt und sind eines der wenigen Tiere, die sich effektiv gegen Haie wehren können. Während Haie in der Regel die wichtigsten Raubtiere in ihrem Lebensraum sind, haben Forscher beobachtet, dass Delfine Angriffe mit koordinierten Anstrengungen abwehren können. Delfine haben gegenüber Haien mehrere Vorteile. Erstens sind Delfine unglaublich wendige Schwimmer, die hohe Geschwindigkeiten erreichen und schnelle Wenden vollziehen können. Dadurch können sie den sich relativ langsam bewegenden Haien ausweichen, die ihre Beute aus dem Hinterhalt fangen. Darüber hinaus verfügen Delfine über eine hochentwickelte Echoortung, die es ihnen ermöglicht, sich zu orientieren und ihre Beute mit erstaunlicher Genauigkeit zu lokalisieren, selbst in trüben Gewässern. In diesem Video demonstriert eine Gruppe von Delfinen, wie sie einen Hai überlisten. Die Zusammenarbeit zwischen den Delfinen sorgt dafür, dass der Hai keine Chance hat. Einige Forscher vermuten sogar, dass Delfine über eine Form der komplexen Kommunikation verfügen. Seid ihr jemals einem Hai begegnet? Lasst es uns in den Kommentaren. Nee, ich bin noch kein Hai begegnet. Außer im Aquarium. Ja, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns. Ja, was sehen wir uns morgen wieder. Ja, bis dahin, tschüss.